Jetzt muss der Altmeister ran. Gerhard Schröder kann Wahlkampf. Und das braucht die Baden-Württemberg-SPD jetzt dringend. Ganze 15% hat die Partei von Spitzenkandidat Nils Schmid noch in den Umfragen. Jetzt keine Schwäche zeigen. Also wenn ich ihn so höre, muss ich wirklich sagen, halte ich alle Umfragen, die es hier gibt, für falsch. Das Tief tut ganz schön weh in Karlsruhe-Oberreuth am Stammtisch des Ortsvereins. Dass es ihrer SPD so schlecht geht, kurz vor den Landtagswahlen, finden sie einfach ungerecht. Sie, die Partei der fleißigen Regierungsarbeiter, die im Geschrei um die Flüchtlingspolitik irgendwie untergeht. Dass sie ihre Leistungen rausstellt, was sie macht, was sie kann, was sie tun kann, könnte und so weiter. Dass sie einfach mal so das richtig mal so ein kleines bisschen rausposaunen würde. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Die Bundeskanzlerin, und die hat einen Weg vorgegeben, aber letztendlich so die Karre aus dem Dreck ziehen, das muss dann vielleicht dann wieder die SPD. Aber wie? Im Landtagswahlkampf arbeiten sie sich ab an der Berliner Regierungsparole: Wir schaffen das. Ich würde nicht sagen, wir schaffen das, das ist vielleicht ein bisschen einfach, aber wir können es schaffen, wenn wir es richtig anpacken. Nicht einfach nur Willkommenskultur, sondern ein neuer, schärferer Ton. Flüchtlinge fördern, aber auch fordern. Wer sich nicht integriert, dem sollen Leistungen gekürzt werden. So klingt SPD, seit sich viele ihrer Wähler auf den Weg zur radikalen AfD zu machen drohen. Es reicht nicht mehr, nur auf soziale Sicherheit zu setzen. Natürlich ist die Partei der Sicherheit auch zuständig für die innere Sicherheit. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir die Bevölkerung auch vor Terrorgefahren, vor Kriminalität schützen wollen. Mit mehr Polizei, mehr Soldaten als politische Antwort in unsicheren Zeiten. Doch angekommen ist die Botschaft nicht mal bei den eigenen Leuten. Wir wissen gar nicht genau, nicht mal ich als SPD-Mitglied, wofür steht die SPD eigentlich? Ja, also bundesweit, sage ich mal, im Bund mit dieser Koalition. In der Koalition ist SPD-Chef Gabriel auf Linie der Kanzlerin, mal mehr und mal weniger. In München trifft sich die einst so große Partei zur Geburtstagsfeier. Ihr ehemaliger Vorsitzender Hans-Jochen Vogel ist 90 geworden. Gabriel verordnet hier Realismus und Zuversicht. Ich finde, aus dem "Wir schaffen das" muss die SPD jetzt machen "Wir machen das". Sonst ist dieser Appell "Wir schaffen das" schnell, kriegt er so einen Sound wie "Ihr schafft das schon" und wir lassen die Menschen damit alleine. Sich um verunsicherte Bürger kümmern, da sind andere gerade viel erfolgreicher, vor allem die AfD. Das ist die Sehnsucht nach den einfachen Antworten, die ich verstehen kann, die Sehnsucht. Aber die einfachen Antworten sind trotzdem falsch und die kann weder die SPD noch die CDU geben. Schlecht für Wahlkämpfer. Die SPD ist 38 Tage vor den Landtagswahlen eine ratlose Partei.